Hallo zusammen. Da meine Helmkamera, meine Sony X3000, die ich immer hier so an der Seite dran hatte, am Helm, die ist jetzt so langsam in die Jahre gekommen und Firma GoPro, der Marktführer, da gibt es jetzt mittlerweile die GoPro Hero 9 zu einem ganz vernünftigen Kurs mittlerweile. Und mein Problem war einfach immer nur die Möglichkeit der Befestigung am Helm. Und da will ich euch mal zeigen, was ich da gefunden habe. Und zwar, könnt ihr vielleicht sehen, und zwar statt die Kamera, die GoPro, seitlich am Helm zu befestigen, mache ich die jetzt hier mit diesem Clip unten am Kinn fest. Das hat verschiedene Vorteile und funktioniert soweit ganz gut. Ich werde im Anschluss gleich mal noch euch mal Beispielvideo zeigen, wie ich damit rumgefahren bin. Weil der Vorteil ist dabei, dass man die Kamera sieht. So. Hier jetzt die GoPro Hero 9 mit dieser Klemme. Und die klemmt man jetzt einfach jetzt hier so fest. Funktioniert wirklich hervorragend, weil ich kann jetzt dadurch einen Teil des Bildschirms sehen, der Hero 9, und ich habe den Ein- und Ausschaltknopf direkt vor der Nase. Damit ich die Kamera nicht verliere, weil die ist ja bloß geklippt, habe ich hier unten so ein kleines Bändchen dran und da habe ich hier so ein für die Trinkflasche hier so ein Halter und da hänge ich die Kamera so ran. So, und das Ganze ist, wie ich finde, ganz praktikabel. Man kann die Kamera dann einfach auch schnell wieder wegnehmen, wenn man tanken muss oder wie auch immer. Und feine Sache. Ja, dieses, könnt ihr sehen, dieser Clip. Jo, dann zeige ich euch mal, nehme ich euch mal mit, wie das Ganze so in Action aussieht. Viel Spaß!